Das jüdische soziokulturelle Zentrum Ludwig Philippson e.V. feierte sein 10-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde ein Theaterstück inszeniert, das Leben des Namensgebers nachzeichnete. Der Verein wurde 2003 von jüdischen Zuwanderern gegründet, um über das Leben der Juden und ihre Geschichte aufzuklären. Daneben will man Verständnis für ihre Religion, Kultur und Kunst wecken. Im Zentrum werden Migranten, besonders jüdische Zuwanderer, bei der Integration betreut und beraten. So führt der Verein Deutschkurse, Weiterbildungen und Integrationsprojekte durch. Darüber hinaus ist man sehr bestrebt, Kontakte mit religiösen, politischen und wissenschaftlichen Einrichtungen aufzunehmen und gemeinsam Integrationsbedingungen unter jüdischen Gesichtspunkten sowie die deutsch-jüdische Geschichte zu erforschen. Die regelmäßig durchgeführten jüdischen Gesprächskreise, Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Der Verein engagiert sich zudem in den Stadtteilen Buckau, Olfenstedt und Neustädter Feld mit stadtteilbezogenen integrativen Kultur- und Beratungsangeboten.